Das ist eine wirklich aktualisierende Frage, eine elektrisierende Frage, denn spontan würde man antworten, die ist nicht aktuell. Das ist doch diese Frau mit den riesigen Hüten und den unglaublichen Röcken und außerdem kennt die doch gar niemand mehr und infolgedessen kann sie ja gar nicht aktuell sein. Und wenn man sie liest und wenn man sich da reinbegibt, stellt man fest, sie ist in allen Punkten absolut aktuell. Das ist völlig verrückt, als lebe sie in unserer Zeit und hätte unsere Fragen. Zum Beispiel, ich sage gleich mal ein Beispiel, kommt von ihr der Begriff revolutionäre Realpolitik. Was meint sie damit? Es hört sich ein bisschen kompliziert an und gleichzeitig revolutionär wäre. Da möchte man vielleicht nicht damit getroffen werden. Das erste Mal, als ich das vorgestellt war, habe, wurde das gleich übersetzt und jemand sagte, jemand Wichtiges sagte, lass uns doch lieber radikale Reformpolitik sagen und nicht revolutionäre Realpolitik. Aber sie meint genau dieses, sie meint, Politik muss auf ein fernes Ziel gerichtet sein, wohin man eigentlich möchte, was man sich für die Gesellschaft erhofft, wo man Unterdrückung sieht, wie dieses überwunden kann. Das ist das Revolutionäre, aber das ist das Fernziel. Aktuell kann man so nicht Politik machen. Man kann nicht wie die 68er-Bewegung durch die Straßen gehen und sagen, wir schaffen jetzt die Polizei ab und überhaupt jede Ordnung und so weiter, sondern man muss Realpolitik sein, man muss in die Parlamente gehen, weil das die Form des Politischen zurzeit ist. Man muss Forderungen aufstellen, die hier und heute realisierbar sind, die die Menschen erkennen als solche, die sie auch haben könnten und die ihnen helfen, bessere Bedingungen zu erstreiten. Die aber wiederum sollen nicht reformistisch sein, in dem Sinn, dass sie alle satt sind, wenn sie diese eine Forderung haben, zum Beispiel 10 € mehr im Monat und dann ist gut, sondern in sich die Kraft haben, auf das Fernziel weiterzuschreiten. Das ist dann revolutionäre Realpolitik. Und sie benutzt diesen Begriff nur ein einziges Mal in ihren ganzen Werken. Ich habe überall gedacht, es ist immer zu. Nein, einmal, das schreibt sie dann in etwa jetzt auswendig gesprochen. Erst Marx gab uns die Erkenntnismittel zu sehen, wohin wir eigentlich gehen wollen, in welche Gesellschaft wir wollen. Und also das Fernziel vor Augen zu haben, das jeden einzelnen Schritt unserer Reformpolitik orientieren muss. So, das ist ja einfach ein schlichter Satz, aber doch, wenn man dann sie studiert und im Einzelnen sieht, was sie gemacht hat und was das für uns bedeuten würde, merkt man es total aktuell.